Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist für mich eine große Ehre und Freude, Sie heute als neue Rektorin der Universität Bern begrüßen zu dürfen. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich das Amt von Christian Leumann 6 Wochen früher als geplant übernommen. Ich möchte Christian an dieser Stelle für seine unglaublich engagierte Arbeit und seine großen Verdienste für die Universität Bern sehr herzlich danken. Viele von Ihnen kennen mich bereits, weil ich schon seit 17 Jahren als Professorin und seit 3 Jahren als Vizerektorin an der Uni Bern tätig bin. Ich möchte mich aber gern allen noch etwas näher vorstellen. Ich habe in München Anglistik, Komparatistik und Germanistik studiert, bin also Literaturwissenschaftlerin durch und durch. Nach einer Reihe von Rektoren aus der Medizin und den Naturwissenschaften übernimmt jetzt also eine Geisteswissenschaftlerin das Ruder. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie mich diese Ausbildung für eine Führungsaufgabe wie das Rektorat vorbereitet hat. In der intensiven Auseinandersetzung mit der Literatur lernt man verschiedene Erfahrungen und Lebenswelten kennen. Man lernt, Perspektivwechsel zu vollziehen und Widersprüche auszuhalten. Das hilft sehr, eine so komplexe Organisation wie die Universität zu verstehen und zwischen verschiedenen Positionen zu vermitteln. Ich möchte, dass die Universität Bern weiterhin eine der führenden Universitäten in Forschung und Lehre bleibt. Dafür muss sie ein attraktiver Ort für Forschende und Studierende aus der Schweiz und der ganzen Welt sein. Die Förderung der Internationalisierung ist mir daher ein besonderes Anliegen. Die Uni Bern soll ein inspirierendes Umfeld für alle diejenigen bieten, die mit Leidenschaft und Neugierde neues Wissen generieren, vermitteln und innovativ umsetzen wollen. Es ist deshalb für mich von zentraler Bedeutung, dass wir uns in der Uni Bern noch stärker um ein gegenseitiges Verständnis aller Einheiten kümmern und uns mit unserem Selbstverständnis als Universität auseinandersetzen. In unserer Strategie 2030 haben wir uns zur wissenschaftsbasierten Teilnahme an gesellschaftlichen Debatten verpflichtet. Dafür und für den Umgang untereinander haben wir uns Werte gegeben, namentlich Glaubwürdigkeit, Offenheit und Fairness, für die ich mit aller Kraft einstehen will. Seit ich in der Unileitung bin, gab es immer irgendeine Art von Krise, mit dem großen Einschnitt der Corona-Pandemie angefangen. In einer sich schnell verändernden Welt spielen Kontinuität und Verlässlichkeit eine entscheidende Rolle, damit eine Universität weiterhin ihre Leistungen auf höchstem Niveau erbringen kann. Gleichzeitig dürfen wir keine Angst vor Veränderungen haben. Im Gegenteil, es gehört zur DNA von Wissenschaft, Altes zu hinterfragen und Neues aufzunehmen. Vor allem im Hinblick auf unsere Studierenden und unsere Nachwuchsforschenden müssen wir eine zukunftsfähige und resiliente Universität sein. Ich möchte mich deshalb klar für das Programm Fit for Future aussprechen und werde alles dafür tun, dass notwendige Veränderungen für eine exzellente Forschung, innovative Lehre und effiziente Verwaltung umgesetzt werden. Mit den Herausforderungen der letzten Zeit, vom Aufkommen der generativen KI bis zu den Hausbesetzungen mitten in der Prüfungszeit, ist die Uni Bern weitgehend gut fertig geworden. Das ist einer klaren Linie, schnellen Reaktion und guten Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Einheiten zu verdanken. Die Voraussetzung dafür aber ist Vertrauen. Ich möchte hier dafür werben, dass Sie der Unileitung und mir persönlich Ihr Vertrauen schenken, aber auch, dass Sie an einer Vertrauenskultur untereinander arbeiten. In einer Volluniversität, die gemäß ihrer Einwohnerzahl die 5. größte Stadt des Kantons darstellen würde, nach Bern, Biel, Thun und Könitz, finden sich notwendigerweise die unterschiedlichsten Wissenschaftskulturen, Lebensgeschichten und Meinungen. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Damit die Vielfalt eine Stärke bleibt, ist es unerlässlich, dass wir uns im täglichen Umgang mit Respekt begegnen. Dies schließt ausdrücklich diejenigen ein, die eine unterstützende Aufgabe für die Wissenschaft erfüllen und in ihrem Schatten stehen. Die Mitarbeitenden in der Verwaltung, von den Institutssekretariaten über die AKM bis zum Rechtsdienst, von der Personalabteilung über die IT bis zum Hausdienst. Ohne sie würde die Uni keinen einzigen Tag lang funktionieren. Forschung und Lehre sind die zentralen Aufgaben unserer Universität. Wir wollen weiterhin international anerkannte Spitzenforschung betreiben, unsere jungen Forschenden unterstützen und unseren Studierenden bestmögliche Ausbildungsbedingungen anbieten. Dafür ist es zentral, dass wir uns alle als Teil der Universität Bern verstehen, dass wir unsere jeweilige Verantwortung auch in Bezug auf Führung und Management wahrnehmen und dass wir die Komfortzone unseres eigenen Fachbereichs manchmal verlassen.
Denn nur zusammen und über Fachgrenzen hinweg können wir die neuen Fragen stellen, innovative Lösungen entwickeln und so unseren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Universität gestalten, indem wir unsere Stärken nutzen und uns ständig weiterentwickeln. Ich möchte, dass die Universität Bern für Sie nicht irgendein Arbeitsplatz ist, sondern dass Sie stolz sind, hier zu arbeiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen.